1. Immer wenn die Räume so eng sind, dann bekomme ich keine Luft mehr! Womit soll man sie festbinden? Keine Ahnung. Einem Strick? Einem Strick? Ja! Um Gottes Willen! Kommt bloß kein Essen für mich! Also da kannst du schon mal sparen! Ich gehe aus! Aus! Zwei! Eine gute Ehe bedeutet Gehorsam! Gehorsam gegenüber Gott, dem Mann, seinem Ebenbild. Was? Ja, das Gulasch habe ich aufgegessen, Muttilein. Sehr lecker. Ich bring dir bei Gelegenheit den Topf vorbei. Ja, so. Und noch eins für meinen süßen Freund Oma. Das habe ich nie alles, was so was Adliges drauf hat. Nicht? Drei. Für die Kinder ist es ein Gewöhnungsprozess. Je eher sie sich an mich gewöhnt haben, desto eher werden sie an ihnen Fortschritte bemerken. Ordnung und Disziplin. Sie verderben, wenn ich zu lange warte. Ich verstehe! Ich versuche doch nur einen konstruktiven Lösungsansatz zu finden. Wenn dir etwas Besseres einfällt, ich glaube, das ist meine Lösungsvorschlag unbedingt. Mein ursprünglicher Gedanke war es, in den kommenden 14 Tagen eine rudimentäre Zeitmaschine zu entwickeln, welche uns in die Vergangenheit befördert, diese leichte Situation ungeschehen zu machen. Man darf sich eben nicht derart mit Frauen anlegen, das kann immer gefährlich sein. Und die Geldangelegenheiten verstehen die überhaupt gar nicht. Ich auch.